Also nun machen wir doch mal an den Folien weiter. Herr Käfer und dann der Herr Conradi. Herr Geisler, ich möchte noch mal versuchen herauszuarbeiten, worüber wir reden. K21 ist in der einen Definition allein der Bahnhof als solches. S21 ist ein Name für ein Konzept eines Bahnknotens in Summe. Da reden wir nicht nur über den Bahnhof, da reden wir von der Anbindung des Flughafens, da reden wir von dem gesamten Bahnknoten. Und unsere Aussage ist, wenn wir bei K21 über den Bahnhof als solches reden, habe ich mit den Aussagen, die hier stehen, wenig Probleme. Das Einzige, wo ich noch mal diskutieren wollte, wäre über die Züge. Aber ansonsten hätte ich da wenig Probleme. Nur, eine andere Aussage gilt auch. Das hier sagt natürlich über die Leistungsfähigkeit des Gesamtknotens überhaupt nichts aus. Und wenn wir über die Leistungsfähigkeit des Gesamtknotens debattieren wollen, dann müssen wir wissen, wie der bei K21 aussehen soll. Sonst können wir keine Vergleiche ziehen. Und das ist genau das, was über das Stufenkonzept immer wieder verwischt wird oder durch solch widersprüchliche Angaben immer verwischt wird. Und für die Leistungsfähigkeit, Herr Geisler, ist es sehr wohl entscheidend, ob ich ein neuntes oder ein zehntes Gleis habe oder nicht, weil das kapazitätsbestimmend ist. Also wenn wir uns darauf einigen, dass wir eine solche Folie aus dem Blickwinkel des Bahnhofs betrachten, dann sage ich, dann würde ich gerne noch mal über die Zugzahlen diskutieren. Ansonsten sage ich, einverstanden, Haken dran. Aber wenn wir über die verkehrliche Leistungsfähigkeit diskutieren wollen, dann bitte das Komplettkonzept und dann bitte auch mit einer definierten Basis. So, jetzt kommen wir nämlich schon mal weiter. So, jetzt kommt die andere Seite dran. Jetzt antworten Sie mal bitte auf die Einwände vom Herrn Käfer. Da hat sich meldet der Herr Conradi und dann der Herr Palmer. Herr Käfer, wir können ein zehntes Gleis bauen. Wir müssen das nicht. Sie können das überhaupt nicht. Sie können das nicht bei Ihrem Konzept. Das ist nicht möglich. Um das mal festzuhalten, das ist der Unterschied zwischen einem aus Bausteinen zusammengesetzten Modell und einem Modell, was nur so, wie Sie es planen, insgesamt durchzuhalten ist. Und das andere ist der zeitliche Faktor. Herr Dr. Geisler, den würde ich auch noch mal gerne herausstellen. Die nächsten 10 Jahre, und das ist eine sehr günstige Annahme, passiert im Stuttgarter Hauptbahnhof ja gar nichts. Weil da wird ja gebaut, dann kommt die Neubaustrecke. Und solange ist am Stuttgarter Hauptbahnhof überhaupt, es wird immer nur noch schlechter. Während in den 10 Jahren können wir bequem aber eine Planfeststellung machen für den Umbau des Hauptbahnhofs, für eine schöne Halle drüber, für das Vorfeld. Das ist in der Zeit zu schaffen. In der Zeit, in der bei Ihnen gar nichts passiert, sondern nur die Fahrgäste über lange Bahnsteige, über lange Brücken, über Ihre Baugrube rüberlaufen müssen. Das heißt, eine erhebliche Verschlechterung der Kundenfreundlichkeit des Bahnhofs haben. Das heißt, wir bieten zu einem früheren Zeitpunkt etwas Besseres an und nicht etwas Schlechteres. Herr Radi, aber Sie haben nicht geantwortet auf die Frage von Herrn Käfer. Ich war die Gesamtkonzeption, ich war, wie die aussieht. Herr Palmer. Ich will es gern versuchen. Was Herr Dr. Käfer einfordert, ist ja berechtigt. Er will etwas, das er vergleichen kann mit seinem Projekt. Und wir haben gesagt, das müssen wir leisten. Und jetzt will ich noch mal versuchen zu beschreiben, was das ist, was Sie bitte vergleichen möchten, und zwar auch dann in der nächsten Sitzung, wenn die Betriebskonzepte nebeneinander gestellt werden. Wir haben in der Tat verschiedene Stufen, und Sie haben jetzt sich an dem Beispiel 5 Gleise oder 6 Gleise nach Zuffenhausen hier festgemacht und gesagt, da seid ihr undeutlich. Wir sagen, um das Vergleichbare herzustellen, legen wir uns jetzt fest auf einen fiktiven Endausbauzustand. Wir betonen aber nochmal, dass das nicht heißt, dass wir genau das auf einmal bauen möchten, sondern wir sagen, damit Sie vergleichen können und kritisieren können, legen wir uns fest, nichts Wackelpudding, auf einen Ausbauzustand. Nochmal mit dem Hinweis, es kann auch ein bisschen anders werden. Und wir haben für diesen Ausbauzustand ein Betriebsprogramm vorgelegt, weil wir so vorgehen, dass wir sagen, nur wenn man nachweist, dass die Züge fahren können, hat es einen Sinn, Infrastruktur zu bauen. Also haben wir uns auch die Mühe gemacht, das Betriebsprogramm für Sie zum Kritisieren fertigzustellen. Und dieses Betriebsprogramm unterstellt 5 Gleise nach Zuffenhausen. Sie können also für Ihre Kritik die 5-gleisige Variante ansetzen. Warum haben wir das gemacht? Weil wir beim Planen der Zugfolgen festgestellt haben, diese 52 Züge sind möglich mit nur 5 Gleisen. Wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo man 60 Züge fahren möchte, weil sie erfolgreich Eisenbahnen fahren, was ich Ihnen wünsche,
dann könnte es sein, dass man 6 Gleise nach Zuffenhausen braucht. Und es ist kein Problem, da ist noch Platz für ein weiteres Gleis in dem Tunnel daneben. Also mein Vorschlag, Herr Dr. Geister, wenn da noch Unklarheiten sind, wenn Sie sagen, da habt ihr auch noch irgendwo etwas an der einen Stelle anders gesagt als der anderen, listen Sie diese Fragen Ihrerseits auf bis zur nächsten Sitzung. Wir werden Ihnen die frühzeitig beantworten und sagen, für unser Betriebskonzept, das der Maßstab ist jetzt für unser Projekt K21, ist diese Variante maßgeblich. Das können wir leisten, das werden wir leisten, obwohl wir nicht 500 Millionen Planungsmittel eingesetzt haben. Können wir uns darauf verständigen? Herr Käfer. Im Grundsatz, Herr Palmer, können wir uns schon darauf verständigen, aber ich hätte gerne einen Punkt richtiggestellt, den der Herr Conradi vorhin ausgeführt hat. Der einzige Grund, warum er flexibel ist in der Anzahl der Gleise, ist, weil er eben noch nicht in der Planfeststellung war. Wenn er in der Planfeststellung war, hat er den Freiraum nicht mehr. Die Diskussion, die Herr Conradi für K21 heute führt, haben wir vor 15 Jahren geführt. Und das Ergebnis war, dass das, was bei S21 rauskommt, die beste Lösung war. Das heißt, was hier miteinander verglichen wird in der Aussage, dass er die Flexibilität hat und wir nicht, das ist schlichtweg der Unterschied von 15 Jahren, der dazwischen besteht. So, und insofern ist das zwar richtig, was Herr Conradi sagt, nämlich, dass er heute die Flexibilität hat und wir nicht, aber es ist schlichtweg einem unterschiedlichen Planungsstand geschuldet. Und ich bleibe bei meiner vorhin gemachten Feststellung, dieses Stufenkonzept spiegelt nur scheinbar eine Flexibilität wider. Wenn Sie sie wirklich aufrechterhalten wollen, brauchen Sie mit Ihrem Konzept mindestens 30 Jahre, bis Sie in die verkehrliche Wirkung kommen. Weil Sie ansonsten alles hintereinander reihen müssen und erst nach einer extrem langen Zeit tatsächlich die Umsetzung beendet haben. Also, Herr Käfer, Sie wiederholen sich. Gut. Sie auch? Das darf er, das machen andere auch. Das heißt also, dieses Stufenkonzept, wenn es denn möglich werden soll, hat als vehementen Nachteil eine unglaublich lange Laufzeit. Also das ist ja ein ernsthaftes Argument, Herr Arnoldi. Ich habe ausgeführt, Herr Dr. Käfer, dass mit jeder Stufe auch ein verkehrlicher Nutzen erreicht wird. Beispielsweise, wenn das Gleis vorfällt, modernisiert wird, können Sie schon schneller einfahren. Die Gleisbelegungszeiten sind geringer. Sie können mehr Züge in den Bahnhof reinbringen. Das ist eine. Wenn Sie dann weiterhin gehen und das Tunnelgebirge ausbauen, dann können Sie die Kapazitäten, die Sie jetzt im Kopfbahnhof geschaffen haben, können Sie auch verkehrlich nutzen, indem Sie nämlich mehr Züge zuführen können als heute. Deswegen habe ich ja gesagt, für unser Konzept ist es zwingend, dass die ersten drei Baustufen verwirklicht werden. Also auch dieser neue Rosensteintunnel und das 5. und 6. Gleis nach Bad Cannstatt. Im Unterschied zu Ihrem Konzept können wir ausbauen, aber Sie können nicht. Denn im Raumordnungsverfahren zu Stuttgart 21 steht drin, dass Sie Ihren Bahnhof erweitern können müssen um ein 9. und 10. Gleis. Und das ist rein bautechnisch bei Ihnen nicht mehr möglich. Das heißt, die Vorgaben, die Sie aus dem Raumordnungsverfahren bekommen haben, können Sie nicht erfüllen, weil Ihnen dazu der Platz fehlt. Was sagen Sie zu den 30 Jahren, die das dauert, nicht wahr, bis Sie fertig sind? Zu den 30 Jahren ist zu sagen, nein, wenn wir die ersten drei Baustufen erledigt haben, das mag jetzt 2, 3 oder 5 Jahre dauern, das wollen wir nicht diskutieren, haben Sie nach 5 Jahren schon den Nutzen und nicht erst in 30 Jahren? Herr Stocker, Herr Palmer. Nachdem Herr Käfer jetzt sich wiederholt mit den 30 Jahren, wiederhole ich jetzt auch, was wir gesagt haben nochmal. Wir brauchen die ersten drei Bausteine. Und dann haben wir, von mir aus, dann haben wir 30 Jahre. So wie wir Geld haben, wie wir es finanzieren können, wie
wir sagen, es ist verkehrlich notwendig, bauen wir die nächsten Bausteine. Ich betrachte das sogar als großen Vorteil, dass wir da nicht alles sozusagen verwirklichen müssen. Wir machen die ersten drei Bausteine und dann sozusagen, dann schauen wir, wie wir es finanzieren können, wie der verkehrliche Nutzen ist, bauen die nächsten Bausteine. Und wenn das 30 Jahre dauert, macht es überhaupt nichts, weil wir die verkehrliche Wirkung mit den ersten drei Bausteinen bereits haben. Herr Stocker, vielleicht wiederholen Sie noch mal die drei Bausteine für die Die ersten drei Zuschauer. Bausteine sind, noch mal, vielleicht kann man die Folie noch mal sehen, ist erstmal die Modernisierung der jetzigen Bahnhofshalle. 31 ist das. Punkt 1, Renovierung, Modernisierung, Bahnsteige, Bahnhofshalle. 2, Sanierung, Optimierung, Gleisvorfeld. Und drittens, Bau zweier zusätzlicher Gleise zwischen Cannstatt und Hauptbahnhof in einem Tunnel und nicht auf der Mendelssohn-Bartholdy-Allee. Herr Pitzer, das musste ich mal loswerden. Okay, Herr Palmer. Bevor wir jetzt den Konsens verlieren, der Herr Käfer hat einen Satz gesagt, ich stimme zu, und dann kam wieder was ganz anderes, halten wir doch bitte den Konsens fest. Sie und wir sind uns einig, dass wir Ihnen jetzt eine Version vorlegen, die Sie überprüfen und kritisieren. Und die hat eine Infrastruktur und ein Betriebskonzept. Und wir haben Ihnen heute Morgen etwas präsentiert. Und wenn da noch Unschärfen sind, dann schicken Sie bitte uns die Liste. Wie meint ihr das? Und dann machen wir in der nächsten Runde dann die Diskussion drüber. Damit ist der Streit, den Herr Pitzer begonnen hat, im Konsens erledigt. Ist doch erfreulich. Was jetzt die Frage nach 30 Jahren angeht, ist unsere Aussage die, wir sind der Auffassung, dass die Bausteine unmittelbar im Bahnhofsbereich sehr schnell und viel preisgünstiger realisiert werden können. Mit Modernisierung im Sinne von Sanierung kann man ohne große Genehmigungen sofort anfangen. Da muss man nur Geld bereitstellen. Eine neue Bahnhofshalle ist nach meiner Einschätzung in 5 Jahren zu haben. Und alles, was darüber hinausgeht, ist bei uns nur noch ein Punkt zwingend. Und da müssen wir natürlich zusehen, dass Sie schnell das Planfeststellungsverfahren, das schon mal durchgeführt wurde, wiederholen. Nämlich das für die Brücke von Cannstatt rein zum Bahnhof. Die brauchen wir. Und wenn diese Brücke planfestgestellt ist mit dem neuen Projekt, dann ist im zentralen Bereich von Stuttgart nach unserer Einschätzung alles fertig, bevor Stuttgart 21 fertig sein könnte. Bis 2020 ist das zu schaffen. Beweis, nachdem der Transrapid Hamburg-Berlin beerdigt wurde, und der war genauso weit wie Stuttgart 21, hatten Sie innerhalb kürzester Zeit eine Strecke, 5 Jahre waren das, ja, da war alles anders als vorher, nichts mehr wie vorher, auf weniger noch schneller ging das, auf Tempo 220 ertüchtigt. Das heißt, wenn man es will, wenn man nicht alles schleifen lässt, warum hat dieses Verfahren für Stuttgart 21 so lange gedauert? Erstens wegen der Schwierigkeiten, die Herr Konradi angesprochen hat, die ganzen Untergrundsachen. Und zweitens, weil es immer jahrelang Stillstand gab. Es gab Phasen, da wurden alle Planer gekündigt, weil man nicht gewusst hat, ob das Projekt weitergeht. Und die hat man 2 Jahre später wieder umständlich eingestellt. Wir schlagen Ihnen vor, machen Sie es nicht so wie bei Stuttgart 21. Planen Sie nicht 16 Jahre, sondern machen Sie das Ganze in 5 bis 10. Und dann ist vor Stuttgart 21 K21 im Zentralbereich fertig und die Gesamtmaßnahme mit der Neubaustrecke würde nach meiner Auffassung 2025 stehen, was nicht später ist als bei Ihnen, weil die Mehrkosten, die noch auf Sie zukommen, Ihr Projekt so verteuern, dass Sie wegen der Finanzierung auch nicht 2019 fertig sein werden. Klare Ansage, wir sind genauso schnell fertig wie Sie. Jetzt hat sich der, der Herr Leuschel gemeldet, aber es ergibt es aber an Herrn Käfer. Bitte schön. Wir würden gerne zu dritt antworten. Ich würde eingangs was sagen, Herr Leuschel würde was sagen zu dem eben angesprochenen Planfeststellverfahren, okay. Und dann Herr Professor Heimel. Ja. Es wird jetzt im Moment darauf abgehoben, dass die ersten drei Stufen des Stufenkonzeptes diejenigen sind, die jetzt getan werden sollten. Der Rest könnte später kommen. Herr Stocker, Sie sagten, und wenn es dann 30 Jahre dauert, ist es auch egal. Ich würde gerne auf Folgendes hinweisen. Stufe Nummer 4 ist die Anbindung der Neubaustrecke nach Ulm. Das bedeutet, wir binden dann die Neubaustrecke irgendwann danach an. Die erste Frage, die sich doch dann stellt, ist, Herr Palmer, wann bauen wir die denn? Warten wir denn dann mit dem Bau noch ein Stück zu, bis die später angebunden wird?
Und die zweite Frage, die ich hätte, ist, wie wollen Sie eigentlich die verkehrliche Leistung sicherstellen, wenn Sie die Neubaustrecke nicht haben? Wir haben in der ersten und in der zweiten Runde ausgeführt, dass die Neubaustrecke ein sehr, sehr zentraler Baustein ist für die gesamte verkehrliche Leistung des Bahnknotens. Die ganzen Beschleunigungen in den Reisezeiten, die ganzen Verbesserungen in den Anschlüssen resultieren zum großen Teil aus der Neubaustrecke. Das heißt, den integralen Baustein der verkehrlichen Verbesserungen für den Nah- und für den Regionalverkehr, das wird erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt in diesem Stufenkonzept gemacht. Und das halte ich für ausgesprochen fragwürdig. Das unterstreicht meine Behauptung, dass dieses ganze Konzept 30 Jahre braucht und dass es 30 Jahre braucht, bis die verkehrliche Leistung tatsächlich erreicht wird. Und jetzt würde ich gerne weitergeben an den Herrn Leuschel wegen des Planfeststellverfahrens. Reich. Herr Palmer, Sie haben heute das zweite Mal als Vergleich Hamburg-Berlin die 286 Kilometer lange Schnellstrecke gebracht. Das ist aber wirklich, wie wir hier schon öfters gesagt haben, Äpfel mit Orangen. Denn die Strecke bestand und die ist nicht im geringsten in ihrer Trassierung verändert worden. Sie ist auf 230 Kilometer Höchstgeschwindigkeit ertüchtigt worden, erstmalig und einmalig in Deutschland. Und 230 km/h deswegen, weil das Maximum ist, wie man mit dem bestehenden Gleisabstand und mit der bestehenden Fahrleitung fahren konnte. Also hier ist überhaupt nicht eine neue Strecke gebaut worden. Hier ist die 140 Jahre alte Strecke, die bereits nach der Wende für 160 ausgebaut worden, lediglich auf 230 ertüchtigt worden, was hieß, 54 Bahnübergänge mussten aufgehoben werden. Und wenn Sie einmal von Berlin nach Hamburg fahren, kann ich Ihnen nur empfehlen, schauen Sie mal aus dem Fenster. Sie sehen kilometerweit kein Haus. Die Mark Brandenburg und Mecklenburg ist nun mal sehr dünn besiedelt. Und da war das überhaupt kein Problem. Wir hatten dort überhaupt keine Einsprüche gehabt. Also das, glaube ich, ist nicht miteinander vergleichbar. Und sowas sollten wir auch nicht tun. Auch wir haben übrigens bei S21 Optionen drin. Auch bei uns optional, und das haben wir hier vorgestellt. Ist was heißt optional? Was sagen Sie mal den Leuten? Das heißt, dass wir auch bei S21, wenn der Verkehr steigt, noch andere Möglichkeiten haben. Wir haben zum Beispiel den alten Pragtunnel. Dann immer noch zur Möglichkeit, den weiter mit einzubinden. Das haben wir hier vorgestellt. Nur um deutlich zu sagen, Herr Dr. Geißler, dass wir sehr wohl auch Optionen vorgesehen haben. Okay, danke. Professor Heimel, bitte noch. Herr Professor Heimel und dann der Palmer. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich würde gerne auf den Grundsatz des Entscheidungsprozesses gerne noch mal hinweisen. Wenn Herr Conradi und Herr Stocker sagen, wir brauchen die ersten drei Bausteine und dann können wir später sehen, wie es weitergeht, dann möchte ich dazu die Frage stellen, woher wissen Sie denn, dass diese drei Bausteine überhaupt einen Effekt erbringen, wenn ich nicht die restlichen zum Knoten gehörigen Teile mit untersucht habe? Ich denke zum Beispiel an die Anbindung an die Neubaustrecke oder an das Konzept, das Herr Arnoldi heute früh vorgestellt hat, im Zusammenhang mit der Führung über den Flughafen, der Gäubahn und so weiter. Ich glaube, für einen schlussendlichen Abwägungsprozess zwischen zwei alternativen Lösungen zu entscheiden, braucht man auf jeden Fall gleichwertig für beide Varianten Informationen über den Endausbauzustand, den man sich vorstellen möchte. Das bezieht sich auf die Infrastruktur, die Kosten der Infrastruktur, die Betriebskosten, bezieht sich auf Betriebsprogramm, auf verkehrliche Wirkungen, auf ökologische Wirkungen, kurzum, auf alle Vor- und Nachteile, auf alle Nutzen und Kosten des betreffenden Alternativvorschlages. Und infolgedessen nützt es jetzt nichts, nur über Stufen zu reden. Über diese Stufen der Realisierung kann man hinterher natürlich sprechen und kann das überlegen und kann sogar eventuell zeitliche Vorteile vorziehen im Abwägungsprozess. Aber eine Entscheidung zwischen zwei Alternativen setzt immer einen kompletten Endausbauzustand in der Vorstellung und in der Planung voraus. Ich glaube, darüber sollten wir Einigkeit erzielen. Und wenn wir über die anderen Punkte jetzt einfach gar noch nicht reden, über die ökologischen Wirkungen, über die Investitionen, dann ist das, was wir heute tun, nur ein Teilaspekt. Das ist nicht die Grundlage der Entscheidung allein.
Darf ich folgende Frage stellen? Also wir haben ja den Herrn Arnoldi gehört und nach den Folien, die bei mir vorliegen, ist ja von ihm ein Gesamtkonzept dargestellt worden. Nicht? So, verstehen Sie? Voll einverstanden. Aber da müssen wir bitte auch alle diese Punkte jetzt behandeln, ja, und nicht nur über den Hauptbahnhof. Ja, da haben Sie völlig recht. Ich versuche dauernd weiterzukommen, aber dann bleiben wir immer wieder bei Zuffenhausen hängen und nochmal mit dem vierten Gleis oder zehnten Gleis. Ich muss ja wirklich das Gesamtkonzept sehen. Das Gesamtkonzept, und es besteht ja aus, wenn ich das richtig sehe, aus 6 Stufen. Das heißt, bitte? 9. Sogar 9, also ist unglaublich. Auf jeden Fall kommt ja auch die Sache mit dem Abstellbahnhof nach Untertürkheim, dann Ausbau der Zulaufstrecken nach Zuffenhausen und Obertürkheim und Anbindung der Neubaustrecke nach Ulm. Darüber hat der Herr Arnoldi heute Vormittag ausführlich geredet, hat auch die Folien dargelegt. Und mein Petitum ist ja nun seit geraumer Zeit, dass wir uns eben mit diesen Vorstellungen beschäftigen. Und Sie können ja immer sagen, also das ist aus den und den Gründen nicht machbar. Zum Beispiel wird ja darüber debattiert, nicht wahr, ob jetzt im Neckartal die Sache durch einen Tunnel gemacht werden soll oder auf Stelzen gefahren werden soll und so weiter und so fort. Und auch die Fragen der Anbindung an den Flughafen und an die Neubaustrecke, die ja unterstellt worden ist, dass sie gemacht wird, die sind ja hier vorgetragen worden. Ich verstehe nicht recht, warum wir das nicht diskutieren können. Deswegen, weil irgendeine Einzelheit noch nicht richtig geplant und berechnet ist. Das verstehe ich nicht ganz. Denn das sind Fragen, nicht wahr, die natürlich auch bei S21 noch auftauchen können, dass da das eine oder andere nicht richtig berechnet ist. Aber reden Sie jetzt bitte nicht von Hamburg-Berlin. Ja, jetzt kommt Herr Palmer. Ich würde ja gerne auf Herrn Dr. Käfer noch antworten. Ich verstehe Sie richtig, Sie sagen, es gibt einen erheblichen zeitlichen Verzug, wenn unser Konzept umgesetzt würde. Das ist doch Ihr Argument letztlich. Gut. Und wir müssen jetzt eigentlich nur noch, weil es gibt einen zeitlichen Verzug, klären, ist es so schlimm, wie Sie sagen, 30 Jahre oder ist es weniger? Unsere Aussage ist, im zentralen Bahnhofsbereich gibt es gar keinen. Da sind wir so schnell fertig wie Sie auch, weil wir nicht Tunnel durch die ganze Stadt bohren müssen und weil auf bestehenden Gleisen Veränderungen vorgenommen werden, die auch planerisch relativ schnell umsetzbar sind. Da sagen wir, sind wir so schnell wie Sie. Und die Anbindung dessen, was wir da im Kernbereich tun, im Knotenbereich, an die Neubaustrecke räumen wir ein, schaffen wir nicht bis 2020, sondern ich habe gesagt 2025. Sie sagen 2040, wir sagen 2025 ist realistisch. Und jetzt ist die Frage, ist das ein schwerwiegender Schaden oder nicht? Unserer Auffassung nach ist es nicht schwerwiegend. Die Verzögerung von 5 Jahren ist weniger, als Sie Verzögerung in Ihrem Projekt hatten, wenn man mal Ja und mal Nein zum Projekt gesagt hat. Sie wollten 2008 fertig sein, haben jetzt 2020. Das heißt, durch Ihr bisheriges Hü-Hot sind 12 Jahre verloren gegangen. Ein letztes Hot, allerdings mit dem Vorteil, dass man dann ein gutes Projekt baut, würde noch mal 5 Jahre kosten. Zugestanden, 5 Jahre wird es kosten, aber mehr nicht. Schlimm ist es auch nicht, weil der Bund ohnehin, Herr Dr. Geisler, seine Finanzierung für die Neubaustrecke erst mit dem Jahr 2016 beginnt. Der Bund will vor 2016 kein Geld für die Neubaustrecke ausgeben. Und wenn man das zu Ende rechnet, bis wann der Bund seine Zahlungen leistet, ist es, siehe da, 2025. Das heißt, was wir vorschlagen, ist lediglich, die Abfolge, die im Bundesverkehrswegeplan und im Bundeshaushalt vorgesehen ist, einzuhalten. Und die 6 Jahre bis 2016 reichen uns aus, um die planerischen Vorläufe für die Anbindung dessen, was dann schon gebaut wird, im Zentrum zu realisieren. Der Vorteil für Frau Gönner ist, dass wir dann nicht mehr der Erpressung des Bundes nachgeben müssen, 950 Millionen aus der Landesschatulle an den Bund zu zahlen für eine Bundesaufgabe. Neubaustrecke ist Bundesaufgabe, sonst nichts. Wenn wir die 6 Jahre warten, dann kann der Bund bitte alles selbst bezahlen. Das wäre auch richtig so. Es ist seine Aufgabe. Und wir müssen nur jetzt beginnen, unbedingt, weil sonst Stuttgart 21 auf dem Acker endet. Das heißt, gerade dieser 5 Jahre Zeitverzug
ist für das Land 1 Milliarde Euro Kostenersparnis wert. Und da sage ich als Baden-Württemberger, wir zahlen nicht nochmal in den Länderfinanzausgleich 1 Milliarde, nur damit Sie 5 Jahre früher auf Ihrer Neubaustrecke fahren können, die Sie selber 12 Jahre gebremst haben durch Hühot im Verfahren. Also Strich drunter, 2025 gebe ich Ihnen zu, keinen Tag länger. Und die 5 Jahre machen nichts, weil sie auch nicht wesentlich anders sind als das, was bei Ihnen dabei rauskommt. Jetzt sind wir im Bereich der Prophetie, ja. Nicht wahr? Das ist klar, nicht? Aber auf beiden Seiten, muss ich ausdrücklich sagen. Und es, mir geht es um die Grundkonzeption. Und die Frage, ob jetzt 2025 oder 2040, das lassen wir jetzt zunächst einmal im Raum stehen, weil das kann kein Mensch endgültig beurteilen. Das hängt von so vielen in Ponderabilien ab, dass wir es einfach mal aussparen. Nicht wahr, wie lange das dauert. Ich möchte gerne wissen, ob das Grundkonzept, und das wollen die Leute wissen, ob das Grundkonzept von K21 etwas taugt oder nichts taugt. Nicht wahr? Und zwar für die Leute, für die Menschen, für den Personenverkehr und für den Regionalverkehr. Und da gibt es ja nun die Vorschläge, die hier vorgelegt worden sind. Soll ich das mal vorlesen? Was der Arnoldi hier vorgetragen hat, da können wir doch mal darüber sprechen, ob das etwas Sinnvolles ist. Das ist ja für die Leute wichtig. Und deswegen würde ich schon meinen, Herr Quadrati, das vielleicht dazu noch was sagen. Hier wird geredet von einem Endzustand. Das gibt es überhaupt nicht. Es gibt nie einen Endzustand. Es gibt immer Weiterentwicklungen. Wir wissen nicht, wie in 20 Jahren die Verkehrsmengen aussehen. Wir wissen nicht, wie die Energieversorgung aussieht. Es gibt viele Dinge, die im Bereich der Prophetie oder der Hoffnung liegen, die wir nicht wissen. Von daher ist auszugehen, es wird auch nach dem Endzustand, den Sie haben wollen, weitere Entwicklungen und Änderungen geben. Das ist eine. Und das andere, dann nehmen Sie doch unseren Vorschlag mit sämtlichen angefügten Schritten, von denen wir sagen, sie können kommen, sie können nicht kommen, und sagen, das ist unser Endzustand. Wir wissen in 2-3 Jahren sicher, ob die Neubaustrecke kommt. Sie meinen das jetzt schon zu wissen? Glückwunsch. Wenn die Neubaustrecke nicht kommt, dann können wir sagen, unser Konzept funktioniert auch ohne. Wenn sie kommt, dann funktioniert es auch, weil dann sind wir in den 10 Jahren auch da oben bei dem Punkt 6. Insofern nehmen Sie doch bitte das gesamte Konzept und sagen Sie, das ist der Endzustand, der angepeilt wird. Das wollen Sie beurteilen. In jedem Fall wird es auch nach diesem Endzustand weitere Änderungen geben. Nur wir haben mehr Möglichkeiten bis zu diesem Endzustand. Sie haben nur eine einzige Möglichkeit. Und wenn die scheitert, dann scheitert Ihr Projekt. Das steht aber im Moment nicht zur Debatte, sondern K21 steht zur Debatte. Und deswegen würde ich mal vorschlagen, dass wir jetzt einfach weitergehen mit den Vorschlägen, die hier vorgetragen worden sind. Frau Gönner, soll ich jetzt die Folie? Wir machen auch, ich wäre nur dankbar, wenn wir uns einig sind, weil es gibt jetzt hier schon auch unterschiedliche Ausführungen auf Seite der Befürworter von K21. Wenn wir uns einig sind, dass wir über das Gesamtkonzept mit allen Stufen, wie Sie, der Herr Arnoldi, heute Morgen vorgeschlagen hat, reden, dann ja, auch in den entsprechenden Dingen, bin ich bei Ihnen. Allerdings wäre ich dann dankbar, wenn der Herr Stocker nicht sagt, nach den ersten 3 hören wir auf, sondern wir uns einig sind. Wir unterhalten uns über alle Punkte und nicht dann nur über Teile, weil das heute, glaube ich, im Moment gerade die Diskussion sehr erschwert, dass auch drüben auf der anderen Seite tatsächlich jeder von etwas anderem spricht. Und in dem Moment, wo wir zu bestimmten Punkten unsere Fragen haben, um das Gesamtkonzept zu verstehen, man sagt, das könnte dann aber auch anders sein. Und da werbe ich schon dafür, dass wir dann auch in der Lage sind zu sagen, wir unterhalten uns über alle Punkte, weil zum Schluss gerade bei der Frage Bauzeit, bei der Frage Planungsgrundlagen, bei der Frage Beeinträchtigung Dritter durch diese Planungen und bei der Frage Finanzierung ganz wichtig das Gesamtkonzept ist. Also wenn ich jetzt das alles richtig verstanden habe, hat Herr Käfer vorhin gesagt, wenn es nur um den Bahnhof ginge und die damit verbundenen verkehrlichen und sonstigen Fragen, ist er im Wesentlichen mit dem einverstanden oder wird es für möglich halten, nicht wahr, dass es realisiert werden kann. Und aus dem Grunde sollten wir jetzt mal darüber hinausgehen und dieses Gesamtkonzept, das hier vorgetragen wird, nochmal unter die Lupe nehmen. So, das können wir doch mal miteinander machen. Und aus diesem Grunde rufe ich jetzt mal auf die Folie Nummer 20, die haben wir hier. Folie 19 bitte noch eine zurück. Bitte, Folie 19 auch nochmal. Die Folie 19, also zurück.
Und da ist ja nun dargelegt worden, nicht wahr, wie vor allem der Bau zweier zusätzlicher Gleise zwischen Cannstatt und Hauptbahnhof, neue Rosensteintunnel, sich die K21-Befürworter vorstellen. Nicht wahr, die Trasse, der Tunnel ist hier eingezeichnet. Okay. Oder nicht okay? Nein, das ist nicht okay. Das kann man so machen, nicht? Nein, das kann man so nicht machen. Okay, da habe warum? Ich möchte das gerne begründen. Herr Dr. Reisler, wenn ich darf. Sie sehen hier, und darauf möchte ich hinweisen, vielleicht, Herr Hilger, können Sie es auch mit dem Maus zeigen, das gesamte Gleisfeld, das in diesem Bereich sichtbar ist, beginnend unten bei der Nummer 1 beim Hauptbahnhof, hochgefahren an der Parkkante entlang bis in den zum Schloss Rosenstein annähernd, ja, das Werk Rosenstein hoch Richtung Pragsattel, also nach links, Herr Hilger. Genau, dieser gesamte Bereich. Zu dem möchte ich mich jetzt äußern. Herr Frick, wenn ich bitte das Bildsignal bekomme. Genau. Also das, was Herr Arnoldi hier dargestellt hat, die Sanierung des Gleisvorfeldes, springt wesentlich zu kurz. Es ist wesentlich mehr zu tun. Ich habe hier noch mal eingefärbt, diese Fläche, die wir gerade vorgestellt hat, die Herr Hilger gerade gezeigt hat. Was sind das für eine Folie? Das sind meine Folien, das ist meine Replik darauf, auf die Darstellung, dass wir... Das ist das, was wir heute Morgen vereinbart hatten, dass der Herr Bitzer jeweils seine Folien am entsprechenden Punkt ein... Ja, ich habe ja noch nach der Folie gefragt. Jawohl. So, und hier sind jetzt einige wesentliche Schlagworte dargestellt an Infrastrukturbauwerken, an Ingenieurbauwerken, sprich an Gleisen, an Weichen, an Brücken, an Tunnels, die allesamt in diesem Bereich zu sanieren wären. Wir wissen, und das hat auch der Herr Arnoldi heute Morgen dankenswerterweise ausgeführt, dieses gesamte Gleisvorfeld hat ein Alter zwischen 80 und 100 Jahren. Das ist im Wesentlichen in den zwischen 1910 und 1920 waren die Hauptbauleistungen in diesem Bereich. Und diese Anlagen sind dringend fällig. Sie müssen grundlegend instand gesetzt werden. Ich zeige Ihnen das an einem Beispiel. Moment, was hat denn das jetzt mit der Frage zu tun? Ich war, ob das Gleis da... Wenn ich sagen darf, Herr Geisler, da geht es mit dem Umfang der Umbauten, die notwendig sind, damit dieser erste Teil auch tatsächlich erfolgen kann. Der Umbau des Gleisvorfeldes, die Dramatik, die da drin steckt. Machen Sie aber auch, nicht? Sie müssen das ja auch machen. Nein, eben nicht. Wir brauchen das Gleisvorfeld nicht. Machen Sie doch gerade. Also ich würde das vielleicht gerne begründen, weshalb ich das so sehe. Der Hintergrund ist der, dass der Umfang der im Gleisvorfeld zu machenden Arbeiten von den Kritikern von Stuttgart 21, sprich von den Befürwortern von K21, notorisch unterschätzt wird. Dort wird sämtliches Expertenwissen, das auf der Bahnseite dazu gesagt wird, konsequent in Frage gestellt. Ich möchte Ihnen das an einigen Beispielen beleuchten. Sie haben hier ein Bild des Gleisvorfeldes, des Überwerfungsbauwerkes, des sogenannten Tunnelgebirges, das immer wieder ins Feld geführt wurde. Als man das damals gebaut hatte, war man sich noch sehr unsicher, wie man so ein Bauwerk sicher gründen kann, sichere Fundamente bauen kann auf angeschütteten Boden. Und daher hat man dieses Bauwerk auf gewachsenem Boden gestellt und anschließend die Flächen aufgeschüttet bis auf die Gleise. Sie sehen hier stilisiert dargestellt die Gleise. Und da es ein Foto aus der Bauzeit ist, nehme ich jetzt mal das angeschüttete Gelände weg. Sie sehen hier die volle Dimension dieses Bauwerks. Und wenn wir von einer Grundinstandsetzung sprechen, dann muss dieses Bauwerk bis auf die Fundamente freigelegt werden, um es in seiner Statik wieder zu ertüchtigen. Sie können sich vorstellen, Herr Dr. Geisler, dass in diesem Bereich im weiten Umfeld, wenn das Bauwerk freigestellt wird, während der Bauzeit kein Bahnbetrieb möglich ist und dass diese Instandsetzung über einen langen Zeitraum geht. Das war das erste Beispiel. Das zweite Beispiel, das ich dazu hier dabei habe, ist ein Foto aus der Bauzeit des Rosensteintunnels, also desjenigen Tunnels, der die Verbindung darstellt zwischen dem Hauptbahnhof und Bad Cannstatt. Dort liegen 4 Gleise in 2 Tunnelröhren. Diese Tunnel haben eine sehr geringe Erdüberdeckung von wenigen Metern und wurden daher in den Jahren zwischen 1910 und 1920 in offener Bauweise erstellt. Sprich, man hat einen Graben gegraben, hat den Tunnel als Gewölbe erstellt und hat es wieder zugedeckt. Zur Orientierung für die Zuschauer, Sie sehen im Hintergrund, ich zeige es mit dem Mauszeiger, das Schloss Rosenstein. Auch dieses Bauwerk müssten Sie, wenn Sie das, was jetzt ansteht, grundlegend instand setzen, wieder freilegen.
Sie müssen dazu nicht nur das Gebäude freilegen, Sie müssen auch aus statischen Gründen den Betrieb in einem oder zwei Gleisen in einer Röhre stilllegen, um dieses Gebäude, dieses Bauwerk abzustützen. Das heißt, hier wird das geht also damit einher, dass man hier in den Bereich des Rosengartens, das ist ein besonders schöner Parkabschnitt südlich des Schlosses Rosenstein, das liegt auf diesem Tunnel drauf. Dieser ganze Bereich muss aufgegraben werden, um diese Tunnel zu sanieren. Das war das zweite Beispiel. Jetzt bin ich beim Papier von Ihnen, Herrn Hilger, das dem Betriebskonzept zugrunde liegt, das wir heute Morgen bekommen haben. Wir haben gerade gesprochen, dass wir also alles, was an Ausbaumaßnahmen unterstellt ist, jetzt beleuchten wollen. Es geht also hier darum, in dem Abschnitt vom Pragsattel, also Sie haben hier die B27, den Pragsattel, ich zeige es mit dem Mauszeiger, und Sie haben hier den bestehenden Pragtunnel. Sie brauchen hier eine dritte Röhre. Und dann schreibt Herr Hilger lapidar für das fünfte Gleis in Feuerbach, dort sei genügend Platz vorhanden am Bahnhof Feuerbach. Im Klartext heißt es aber, Sie müssen dort die vorhandenen Gleisanlagen komplett neu konfigurieren. Sie wissen das auch. Und das Gleiche gilt dann auch für den Bahnhof Zuffenhausen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei der einen wird das Empfangsgebäude abgerissen. In jedem Fall müssen Sie auch dort die Gleisanlagen komplett neu konfigurieren. Das Gleiche gilt auch für große Abschnitte der Gleistrasse dazwischen. Das Ganze geht dann einher mit umfassenden Lärmschutzmaßnahmen, die dann erforderlich wären. Wir haben dann hier im Bereich Feuerbach Lärmschutzwände, die berühmten Lärmschutzwände in der Höhe von 5 bis 6 Metern. Das, wie gesagt, alles zu den Punkten, die Herr Arnoldi heute Morgen nicht ausgeführt hat. Wir waren jetzt eigentlich nur bei der Sanierung und bei dem Ausbau der Zulaufgleise aus Norden. Jetzt gehen wir zu den Zulaufgleisen, den neuen zusätzlichen nach Bad Cannstatt. Dies ist auch in der Folie drin von Herrn Arnoldi, nämlich der zweite Rosensteintunnel, der zu bauen ist, quasi aus dem vorhandenen Gleisfeld raus, unter dem Rosensteinpark. Daran schließt sich an eine weitere Brücke über den Neckar. Insofern, Herr Arnoldi, haben Sie recht, das ist hier in dem Bereich, da ist der sogenannte Elefantensteg, das ist eine Fußgängerbrücke von der Wilhelma rüber nach Bad Cannstatt. In diesem Bereich käme Ihre Brücke zu liegen, wie bei Stuttgart 21 auch. Was Sie nicht gesagt haben, ist, dass bei Stuttgart 21 die vorhandene Brücke entfernt wird. Was Sie hier machen, Sie fangen an, das Neckarknie bei der Wilhelma regelrecht zuzugleistern mit Bahnbrücken. Es kommen zusätzliche Brücken dazu, das Stadtbild prägend, ich sage mal, fragwürdig ist. Kann sich hier jetzt jeder selber ein Bild machen. Und jetzt, Herr Stocker, komme ich noch zu der Option Werk Rosenstein. Mir ist es hier wichtig darzulegen, dass wir bei der Frage, ob für die Verlagerung des Wartungsbahnhofs, ich zeige Ihnen hier, das ist der heutige Wartungsbahnhof und Abstellbahnhof. Dieser soll auch bei K21, um städtebauliche Flächen zu gewinnen, optional nach Untertürkheim, das ist hier rechts raus, aus dem Bild raus verlegt werden. Nur, wir sind bei den Optionen, da haben Sie natürlich recht, Herr Rockenbauch, wir haben gesagt, wenn wir über die Optionen reden, dann reden wir jetzt über alles, denn Sie müssen potenziell den Willen bekunden, alles realisieren zu wollen, sonst können wir nicht von einem Stufenkonzept reden. Herr Rockenbauch, Sie können gleich im Anschluss. So, und dann sind wir der festen Überzeugung, dass Sie, um die Leistungsfähigkeit zu bekommen zwischen dem Hauptbahnhof und dem neuen Abstellbahnhof, weitere zwei zusätzliche Gleise brauchen. Und jetzt frage ich Sie ganz einfach, wo wollen wir diese Gleise bauen? Keine Frage, Herr Stocker. Sie wollen die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Allee nicht fällen. Wir wollen das auch nicht. Niemand will das. Nur, ich frage Sie, wo wollen Sie diese Gleise realisieren? Hier unten an dieser roten Linie verläuft heute die Allee. Ich habe Ihnen gerade ausführlich die Problematik mit dem Rosenstein-Tunnel erläutert. Sie müssten auch den zusätzlichen Tunnel in offener Bauweise erstellen. Hier liegt der Rosengarten. Dieser würde entfallen während der Bauzeit. Ganz abgesehen von der Sanierung. Für die gesamten Bäume, die in dem Bereich sind, wären Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Ich frage Sie, ich unterstelle Ihnen nicht, dass Sie die Allee fällen wollen. Ich frage Sie dann aber, wo wollen Sie diese zusätzlichen Gleise realisieren? So viel zu dieser lapidaren Folie, ein wenig Ertüchtigung des Gleisvorfeldes. Das sind ja beachtliche Argumente. Kann man dazu mal von Ihrer Seite aus Stellung nehmen? Wer möchte das machen? Herr Palmer. Herr Dr. Geisler, wir müssen das jetzt auf mehrere Leute aufteilen, denn es waren ja sehr viele Punkte, wenn Sie gestatten. Ich würde nur den Anfang machen. Ja, einige wenige sind es ja nur, nicht wahr? Ja, doch. Es war ein ordentliches Paket. Also wir halten das, was der Herr Pizza vorgetragen hat, schon für eine Menge Holz und müssen das dann noch... Entschuldigung, ich würde jetzt genauso vorgehen, fair. Nicht wahr, dass wir als
bei der einen Folie. Zunächst mal Sanierung Gleisvorfeld unter Betrieb, nicht wahr, was man da machen muss. Ja, genau. Muss, nicht? Das ist also mal der eine Punkt. Und dann, wie der Rosensteintunnel gebaut worden ist. Nicht? Dann nochmal die Geschichte mit der Allee. Ich war die drei Punkte, die müssen wir erörtern. Die wollen wir abarbeiten. Schön. Müssen wir? Wer meldet sich dazu? Ich fange an und wir teilen es dann auf, wenn Sie gestatten. Also der Palmer, Arnoldi, Stocker. Herr Hilger und Herr Hopfensitz. Wir haben hier eine Unterlage des Deutschen Bundestags als Antwort auf die Folien mit den Bildern aus der Bauzeit des Stuttgarter Hauptbahnhofes. Hier wird 2009, also das ist nicht veraltet, vom Deutschen Bundestag Auskunft gegeben durch die DB Netz. Und da heißt es, dass all die Maßnahmen, die jetzt bildlich von Herrn Bitzer dargestellt wurden, die angeblich fast unmöglich, jedenfalls sehr aufwendig und sehr teuer sind, dass all diese Maßnahmen bis 2020 340 Millionen Euro kosten. Und dass alles andere, die Vollsanierung... Wo steht es? Entschuldigung, ich habe jetzt keine Maus. Man kann das oben, die rote Zahl. Also da oben. Ich kann es vorlesen. Die DB Netz hat einen Bericht, hat diese Zahl selbst genannt gegenüber dem Bundestag. Wir gehen davon aus, dass die Zahl deswegen richtig ist. Alles andere, die Kosten von 1,35 Milliarden Euro für die vollständige Sanierung, die Sie immer wieder benennen, fällt nach den Aussagen der DB Netz zwischen 2020 und 2054 an. Das heißt, viele der Bauwerke haben noch Standzeiten von bis zu 50 Jahren, müssen nicht jetzt, sondern irgendwann in 5 Jahrzehnten saniert werden. Also ist alles, was hier bildlich sehr dramatisch dargestellt wurde, in den nächsten 10 Jahren, wenn man es in Euro misst, und das ist der Wert, den alle verstehen, 340 Millionen Euro, Herr Bitzer nickt, und die ganze Milliarde danach kommt erst irgendwann bis 2054. Unsere erste Antwort also auf Ihre Aussage, wie schlimm das alles ist, ja, das ist die Auskunft der DB Netz, Frau Gönner. Wie schlimm das alles ist, es ist gar nicht schlimm, sondern es ist finanziell und technisch beherrschbar. Wir vertrauen hier der DB Netz, die dem Bundestag sicher zutreffende Auskünfte erteilt hat. Zweitens, und da müssen wir noch eine weitere Folie einspielen, zu der Frage, wie geht es unter rollendem Rad? Da werden Sie hoffentlich jetzt nicht widersprechen, Herr Leuschel. In Frankfurt geht es alles unter rollendem Rad. Dieses ganze Konzept, das Sie vorgestellt haben, das Sie abarbeiten also wollen. Rollendes Rad heißt nicht wahr, während des Betriebs. Während des Betriebs. Des Bahnhofs. Ja, also in Frankfurt, Sie wollen Frankfurt nicht stilllegen, sondern Sie werden, wenn ich das einfach so mal festhalten darf, Frankfurt. Zwischenruf gestattet? Ja, bitte. In Frankfurt bauen wir die bestehenden Anlage für das elektronische Stellwerk im Moment nur 1:1 um. Das heißt, wir machen die normalen Bestandsnetzänderungen. Es sind noch keine Erweiterungsbauten für K21, für Frankfurt Rhein-Main Plus. Entschuldigung. Wenn wir in Frankfurt am Wochenende bauen, damit wir das ganz klar sagen, dann fahren die Züge über Frankfurt Süd zu einem Großteil oder Frankfurt West. Und wir haben jetzt in diesem Jahr wochenlang ICE-Linien nicht in Frankfurt Hauptbahnhof gehabt, nur in Frankfurt West, um immer nur 2 Weichen auszuwechseln, aber 1:1. Herr Palmer, ich bitte, dass wir da... Gut, aber Sie tun es. Ich gehe gerne auf einen, aber ich möchte nicht von Herrn Dr. Geißler den Zwischenruf bekommen, dass ich über Frankfurt und Hamburg rede. Ich reagiere nur gern drauf. Okay. Ja, da ist der Herr Palmer schuld, nicht wahr, der das wieder eingebracht hat. Entschuldigung. Jetzt lassen Sie doch mal bitte bleiben. Ich sage ja nur, ich nenne keine andere Stadt mehr. Ich sage nur, in vielen anderen Hauptbahnhöfen wird unter rollendem Rad saniert und dann also geht es auch in Stuttgart. Gut, okay. Punkt runter. Und jetzt haben wir für unseren Stuttgarter Spezialfall mit K21 noch eine Folie, die erläutert, warum das bei uns sogar besonders leicht sein wird, unter rollendem Rad zu bauen. Warum? Weil wir ja zusätzliche Gleise bauen möchten. Wir wollen ja nicht den Bahnhof, wie er ist, modernisieren, sondern wir haben ja dargestellt, dass wir Richtung Cannstatt und Richtung Pragtunnel zusätzliche Gleise bauen möchten. Und das könnte so gehen, Sekunde, erstmal die 1 nochmal zurück, um das plausibel zu machen. Die grüne Einfahrt soll saniert werden. Die gibt es also schon. Sie sehen das, Herr Dr. Geisler, wo die Sprechblase endet. Diese grüne Strich ist eine Einfahrt in den Hauptbahnhof. Die soll saniert werden. Wie machen wir das? Zweitens, wir bauen zuerst die neue Einfahrt daneben. Das heißt, da gibt es keine Beeinträchtigung des Betriebs. Und drittens, wenn die neue, die rote Einfahrt steht, kann die alte grüne abgetragen werden. Und dann weiter. Viertens, an der Stelle der alten grünen Einfahrt, statt die einfach nur zu sanieren, bauen wir die gleich neu, damit die wieder 100 Jahre hält, kann jetzt das zusätzliche Gleis gebaut werden. Und das ist eigentlich unser Trick.
Dadurch, dass wir den Bahnhof verbessern in seiner Leistungsfähigkeit, bauen wir erst die neuen Gleise und dann kann man die alten sperren bei Erhalt der Leistungsfähigkeit und den Bahnhof modernisieren. Dagegen spricht technisch gar nichts. Und jetzt würde ich gerne, was die weiteren Anwürfe angeht, weitergehen in der Reihenfolge. Wir hatten zunächst die Vorwürfe, was Herrn Hilger und das fünfte Gleis angeht. Bitte schön, Herr Hilger. Ich möchte noch mal kurz zuvor auf dieses Beispiel mit dem Bauen unter rollendem Rad eingehen. Wir haben außerdem die Möglichkeit, bei Herr Bitzer hatte den Rosensteintunnel genannt, wir haben außerdem die Möglichkeit im Fall des Rosensteintunnels, da wir ja ein fünftes und sechstes Gleis von Cannstatt aus neu bauen werden, dieses zuerst mal zu bauen. Zeigst du? Ja. Jetzt die auf der Folie gerade. Da brauchen wir, Herr Frick, können wir noch mal Signal auf. Ja, okay. Ja, das gefällt mir sehr. Diese Nummer 3, diese Linie ist ja ein völliger Neubau, die als Neckarbrücke die Neckarbrücke nimmt, die Sie von der Lage her im Planfeststellungsverfahren auch haben. Man kann diese Linie zuerst bauen und anschließend hat man zwei neue Gleise und dann kann man sukzessive beide Röhren des Rosensteintunnels außer Betrieb nehmen, ohne Betrieb zu sanieren. Dafür muss man in keiner Weise oben die Abdeckung abdecken. Man kann Tunnel, aber selbstverständlich, Herr Bitzer, es ist ein völlig normales Verfahren bei der DB AG. Ich nenne jetzt das Beispiel zwischen Frankfurt und Fulda in Flieden. Man baut einen neuen Tunnel und anschließend legt man die alte Röhre still und saniert sie. Das ist also ein übliches Verfahren bei der DB AG. Es ist also wieder ein typischer Bitzer-Vorgang. Sie versuchen, eine Planung für uns zu machen, die in keiner Weise unseren Intentionen entspricht, konstruieren damit Probleme, die gar nicht existieren und werfen sie uns dann vor. Ich denke, das ist hiermit widerlegt. Dann möchte ich nur auf Zuffenhausen und Feuerbach eingehen, weil Sie mich da namentlich genannt haben. Im Fall Zuffenhausen und Feuerbach ist die Sache so, Sie haben gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Dr. Bitzer, habe ich das richtig verstanden, dass Sie davon ausgehen, dass wir die Empfangsgebäude abreißen müssen, sowohl in Zuffenhausen als auch in Feuerbach? Nein, von Feuerbach habe ich nicht gesprochen, davon Zuffenhausen gesprochen. Also zu Feuerbach gehen Sie nicht von aus, dass Empfangsgebäude abgerissen werden? Nein, da ist aber das Gleis. Ja. Sagen Sie doch mal um Himmels Willen, um was es geht. Ja. Geht doch nicht um eine Privatfehde zwischen Ihnen und dem Herrn Bitzer, sondern um was geht es in der Sache? Herr Dr. Bitzer hat eben gesagt, dass es eben einen erheblichen Arbeitsaufwand bedeutet, das Gleisvorfeld des Bahnhofs Feuerbach komplett umzugestalten. Ja. So, ich sage Ihnen dazu jetzt, es ist richtig, dieses Gleisvorfeld muss, wenn man ein fünftes Gleis baut, neu gestaltet werden. Es ist erstaunlich, wenn man sich die Dimensionen Ihres Projektes Stuttgart 21 anschaut, was Sie für relativ kleine Maßnahmen problematisieren. Ich nenne Ihnen jetzt ein Gegenbeispiel. Ihre Planungen für den Neubau der Rosensteinbrücke, viergleisige, völlige andere Einfädelung in Cannstatt, bedeutet in Bad Cannstatt einen Komplettumbau des Kopfs Richtung Stuttgart Hauptbahnhof. Vollständig. Unter laufendem Betrieb. Diese Probleme sehen Sie offenbar nicht. Wenn wir in Zuffenhausen und in Feuerbach ein Beispiel nennen, wo in der Tat das Vorfeld des Bahnhofs jeweils verändert werden muss, die Gleislagen, machen Sie daraus ein Riesenproblem. Wir weisen Sie mal darauf hin, dass beide Projekte, Stuttgart 21 und Kopfbahnhof 21, beide eines gemeinsam haben. In bestimmten Teilbereichen wird jeweils in erheblichem Umfang in die bestehende Infrastruktur eingegriffen. Das hat in beiden Projekten jeweils Auswirkungen. Und es ist keineswegs so, dass das jetzt so ist, dass es nur bei einem Projekt ist. Es ist bei beiden Projekten. Und Sie versuchen so zu tun, als ob das alles Probleme von Kopfbahnhof 21 wären. Herr Hopfensitz, zur Frage der Abstellfahrten. Okay. Als Zahl der Abstellfahrten wurden etwa 730 Rangierfahrten von Ihnen benannt. Diese Zahl kommt mir sehr, sehr bekannt vor, denn es war die Zahl der Belegung der Verbindungsgleise im Jahr 1994. Wenn Sie heute die Zahl der notwendigen Fahrten Personenbahnhof, Abstellbahnhof ermitteln wollen, können Sie das absolut leicht durch den vorhandenen Fahrplan, indem Sie feststellen, welche Züge enden im Personenbahnhof und werden abgestellt.
Das sind 140 Fahrten. Bei Zügen, die im Personenbahnhof beginnen und vom Abstellbahnhof zugefahren werden, das sind 160 Fahrten, gibt zusammen 300. Darf ich mal unterbrechen? Also ich glaube, das ist nicht sehr präsent, nicht wahr, was es für eine Bedeutung haben soll. Das ist richtig. Ich möchte doch den Versuch noch mal unternehmen. Der Herr Bitzer behauptet ja, nicht wahr, dass der Bau dieser Strecke, was hier rot, durchgehend rot und gestrichelt rot ist, mit dem zweiten Rosensteintunnel, dass dies technisch fast nicht möglich und finanziell einen Riesenaufwand bedeutet. Es ist also es wäre technisch möglich und man kann es auch bezahlen. Ja. Konsens? Gut, Konsens, das ist Konsens. Ja, wo liegt dann das Problem? Herr Dr. Geisler, da Sie mich direkt fragen, ich problematisiere nicht, ich zeige nur auf. Das ist ein großer Unterschied. Bei Stuttgart 21 sind die Maßnahmen, die kommen sollen, bekannt. Da zumindest, Frau Dr. Balmen, jetzt bin ich ganz exakt, es ist nicht alles platt festgestellt, aber es liegt weitestgehend die Genehmigungsplanung vor. Es ist klar, okay, was bei Stuttgart 21 kommen soll. Die Anhörungen sind durch, das ist klar. Bei K21 wissen wir es eben nicht. Mir geht es um die Augenhöhe, um die Vergleichbarkeit. Ich sage überhaupt gar nicht, Herr Hilger, dass es nicht möglich ist. Ich zeige es nur auf. Mehr okay, nicht. Also dann können wir jetzt auch weitergehen. Ja, nicht? Denn im Moment geht es darum, nicht wahr, ob man das machen kann. Und die anderen Fragen, die erörtern wir dann an anderer Stelle. So, jetzt, also das ist im Grunde genommen weder technisch noch finanziell unbestritten, dass man das so machen kann. Ich würde gerne eine Frage stellen, einfach nur eine Frage. Ja, an Entschuldigung, Herr. Ich wollte nur anmelden, dass ich eine Frage stellen will. Ansonsten können wir gerne die Reihenfolge machen, aber ich hätte gerne nachher eine Frage an den Herrn Palmer zu dem, was er vorher gerade gesagt hat. So, können wir denn nicht weitergehen jetzt? Doch, der Herr Hoffensitz soll fertig reden dürfen, bitte, Herr Dr. Bitte? Geisler. Der Hoffensitz war ja unterbrochen, darf er bitte fertig reden? Es geht um die Frage, ob es über unsere geplanten 6 Gleise noch 2 zusätzliche Gleise nach Bad Cannstatt benötigt. Das ist eine sehr wichtige Frage. Brauchen wir 6 oder 8 Gleise nach Bad Cannstatt? Denn mit 8 Gleisen wird es viel teurer und die Eingriffe in Stuttgart sind viel größer. Herr Bitzer behauptet, wir brauchen 8 Gleise, um die Züge vom Hauptbahnhof zum Abstellbahnhof fahren zu können. Und Herr Hoffensitz war gerade dabei zu versuchen, zu sagen, warum wir die nicht brauchen. Das scheint schon wichtig. Ja, aber von mir aus, ich habe ihn ungern unterbrochen, aber es trägt letztendlich nicht etwas bei zur Generalproblematik. Wir wollen über das Gesamtprojekt reden und also bitteschön. Darf ich noch mal was sagen? Dann kommen wir nicht weiter. Nicht, wenn jetzt diese Frage, ob 2 Gleise weitergebaut werden können oder nicht oder sollen, nicht wahr, wenn es eine so entscheidende Rolle spielt, hängt es davon ab, ob dieses Projekt realisierbar ist. Also dann wollen Sie 2 zusätzliche Gleise bauen. Darf der Herr Hickmann versuchen? Also Sie nicht, aber der Herr Bitzer behauptet, Sie müssen 2 Er behauptet es und wir wollen zeigen, dass das nicht nötig ist. Das ist die Fragestellung. Ja, und warum behauptet das der Herr Bitzer? Weil wir, was die Zugzahlen angeht, auch was die Rangierfahrten angeht, zu einer anderen Schlussfolgerung kommen als der Hoffensitz. Er kann gerne zu Ende ausführen. Ich sage nur gleich schon, dort steht dann Aussage gegen Aussage und dann müssen wir das feststellen, dass hier Dissens herrscht. Okay, dann können wir auch gleich weitergehen. Also die Methode ist aber komisch. Da ich ihn unterbrochen habe, soll er jetzt bitte seine Ausführungen zu Ende führen. Da kommt der Herr Stocker und dann machen wir weiter. Ja. Herr Arnoldi kommt auch noch, das ist ja klar. Bitte schön. Ich wurde unterbrochen bei der Aussage, dass 300 Leerfahrten zwischen den beiden Bahnhofteilen in beiden Richtungen hin und her fahren. 150 runter, 150 rauf. Es fehlen dann 430 Fahrten, die ich eigentlich nicht finden kann. Ich gehe davon aus, dass es Fahrten sind, die im Abstellbahnhof durchgeführt werden müssen, bei denen Rangierfahrten beim Umsetzen von Fahrzeugen im Abstellbahnhof in die Verbindungsgleise auf die andere Seite des Abstellbahnhofs fahren. Und dazu brauche ich kein weitere Gleise, denn diese Fahrten werden künftig im Wartungsbahnhof Unterdürkheim intern sowieso vorgegeben. Es würde also bedeuten, dass bei 300 Leerfahrten im Durchschnitt
12 Fahrten pro Stunde durchgeführt werden über die Verbindungsgleise, in jede Richtung 6, und dazu brauche ich keine neue Strecke. Schön, jetzt haben wir also diese Aussage, und wir können im Grunde genommen nicht beurteilen, ist es letztendlich relevant oder nicht relevant. Das ist plausibel, möglicherweise. Und wir können ja jetzt nur so vorgehen. Es ist der frühere Hauptbahnhofsvorsteher, nicht wahr, dass er wohl weiß, nicht wahr, wovon er redet. Und infolgedessen hat er möglicherweise eine höhere Autorität bei der Beurteilung dieser Frage als jemand anders. Und gehen jetzt zum nächsten Punkt über. Herr Arnoldi. Also, Herr Dr. Geisler, mich ärgert das schon ein bisschen, dass der Herr Bitzer immer wieder versucht, unser Konzept so zu verschlimmbessern, dass es dann so nach außen dargestellt wird, als ginge es nicht oder es sei zu teuer. Wir sind in Stuttgart in der ganz komfortablen Situation, dass früher dieser Kopfbahnhof auch noch einen Güterbahnhof hatte, nämlich da, wo das A1-Gelände ist, wo heute die Landesbank steht, und dass es für diesen Güterbahnhof zusätzliche Gleise gab. Was will ich damit sagen? Wir haben im Umfeld der Gleise von Feuerbach so viel Platz für Bahnanlagen, dass es durchaus möglich ist, auf dem vorhandenen Bahngelände erst die Strecken, die wir benötigen, neu zu bauen und dann die alten abzubrechen. Dadurch wird ein Bauen unter dem rollenden Rad weitestgehend vermieden. Das Gleiche ist auch mit dem neuen Rosensteintunnel. Die Brücke über den Neckar und der neue Rosensteintunnel berühren überhaupt nicht den Betrieb. Und im Übrigen ist es so, bei Stuttgart 21 müssen Sie den auch bauen. Und zwar auch da, wo er jetzt liegt. So. Also ist es doch überhaupt kein Problem, und wir sollten auch daraus kein Problem machen, Herr Bitzer. Natürlich müssen die Bahnanlagen saniert werden, aber das kann man in dem Zuge natürlich machen. Und ich muss deswegen nicht das Bauwerk bis auf den Grund wieder ausgraben, nur um es zu sanieren. Nein, es gibt die Möglichkeit, dass man das intelligent anpasst. Und da sind natürlich die Bauingenieure gefragt, hier einen Ablauf zu finden, der natürlich kostengünstig ist. Und also da habe ich sehr großes Zutrauen, dass, Herr Dr. Käfer, die Bahn kann das, die Bahn macht das überall. Sie baut nicht mehr gerne unter dem Rollenrad, sondern sie legt im Zweifelsfall auch mal ganze Strecken still, um sie zu sanieren. Und ich denke, wenn wir erstmal diesen Rosensteintunnel gebaut haben, dann können wir genau nach diesem Verfahren vorgehen. Wir tun das, was saniert werden muss, stilllegen, haben den Ersatz über das 5., 6. Gleis schon vorhanden, und dann geht es. Also Herr Neudl, nein, wir können so nicht weitermachen. Das muss ich jetzt nun wirklich sagen. Ja, ich bin schon längst über dem Neckar drüber, schon längst, und rede nicht mehr. Wir haben die Aussage, das, was wir hier sehen, ist technisch und finanziell machbar. Und der Herr Bitzer sagt, er hat nur projektierte Probleme, das kann er machen, und wir gehen jetzt weiter. Wir können solche Sachen nicht stehen lassen. Das können wir nicht machen. Sie können hier nicht sagen, es ist finanzierbar, weil genau dazu keine Ausführungen gemacht worden sind. Man möge uns sagen, wie viel man glaubt, dass es also kostet. Also jedenfalls, dann lassen wir das mit dem finanzierbar weg und sagen, es ist auf jeden Fall machbar. Es ist technisch machbar, also gehen wir jetzt über den Neckar rüber, nicht wahr, und fahren weiter mit Ihrer Linie. Herr Arnoldi, dass man der Bahn traut, das jetzt zu machen, was andere wollen, aber das, was sie selber will, dass sie das nicht kann. Entschuldigung, die projektieren jetzt das, was sie sich vorstellen. Kommt doch so nicht weiter. Nicht wahr, wenn wir jetzt ständig neue Schwierigkeiten erfinden, die aber überhaupt nicht belegbar sind. Sie haben ja die Möglichkeit zu sagen, das geht nicht.